Hallo liebe Leute, heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich ein Landschaftsfoto in Camera Raw bearbeite. Hierzu habe ich mir ein Bild ausgewählt, was ich im letzten Jahr am Königstuhl an der Ostsee gemacht habe. Das Wasser habe ich hier mit einem Graufilter etwas weich gezeichnet und den Himmel habe ich mit einem weichen Verlaufsfilter etwas abgedunkelt. Ich öffne mir jetzt mein Bild in Camera Raw. Und als erstes möchte ich die automatische Objektivkorrektur anwenden. Das mache ich bei so ziemlich jedem Foto so. Camera Raw bietet hier für auch so ziemlich jedes Objektiv ein passendes Profil. Hat er hier auch richtig gewählt. Das Sigma 10 bis 20, F4 bis 5,6. Die Vignettierung hat er schon ganz gut rausgerechnet. Ich nehme es mal hier nochmal raus. Na, kann man schon ganz gut sehen. Auch die Verzerrung hat er super rausgerechnet. Der Horizont ist ohne Ecken und Kanten. Das passt ganz gut. So, danach mache ich eigentlich immer eine chromatische Aberration, Reduzierung bzw. Entfernen. Manchmal sieht man die im Detail nicht ganz so, beziehungsweise die fallen nicht so auf wie in dem Beispiel hier, ne? Also man kann hier schon so leichte chromatische Aberrationen, ups, erahnen. Hier sieht man die grünen Kanten an dem Stein. Die will ich jetzt einfach raus haben. Oh, das macht Camera Raw eigentlich ganz gut. Die Kanten sind weg. Ja. Jetzt möchte ich den Horizont begradigen. Dazu gehe ich in die manuelle Objektivkorrektur rein, blende mir ein Raster ein und lege das Raster auf den Horizont. Auch das passt hier schon ganz gut. So. Und da das Bild nach rechts kippt, muss ich den Regler drehen hier nach links verschieben. Okay. Ganz gut, ich lege mal den Horizont nochmal wirklich auf die Linie rauf. Man sieht hier, die Linie passt mit dem Horizont überein. Der Horizont ist jetzt gerade, ich nehme das Raster wieder raus und schaue mir das Gesamtbild an. Danach gehe ich in das Menü Detail. Camera Raw schärft mir irgendwie jedes Bild nach, das macht er schon automatisch. Ich nehme jetzt hier die 25 Punkte raus, weil ich im Anschluss in Photoshop nochmal nachschärfe. Das ist ein ziemlich cooles Verfahren. Das zeige ich euch dann auch nochmal. Das dauert auch nur ein paar Minuten. Jetzt gehe ich erstmal in die Grundeinstellungen. Ich habe jetzt hier den Weißabgleich, den meine Kamera automatisch gewählt hat. Den finde ich jetzt nicht so schön. Guck mal, was mir Camera Raw vorschlägt. Der sagt mir jetzt auch nicht so zu, muss ich sagen. Ich mag es da immer lieber ein bisschen kälter von den Farben her und drehe jetzt den Regler einfach noch mal ein bisschen ins Kalte. So, 6600 passt. So, jetzt möchte ich erstmal, dass die Steine hier ein bisschen mehr Kontur bekommen, also ein bisschen mehr Struktur. Die sind ja noch relativ dunkel. Hierzu gehe ich den, nehme ich den Regler Tiefen und der Regler hält halt wirklich nur diese dunkleren Bereiche auf. Ja, das kann man hier super erkennen, wenn ich es mal übertreibe. Aber ich will es ja nicht übertreiben. Nehme mir einfach die 75. Das kann man bei einer Sony und beziehungsweise bei einer Nikon relativ gut machen. Da bietet das Raumaterial auch genügend Informationen, ohne dass die Bildqualität darunter leidet. So, jetzt haben wir erstmal ein ausgeglichenes Bild mit einer ausgeglichenen Belichtung. Jetzt möchte ich dem Bild ein bisschen mehr Farbe verleihen. Das mache ich hier mit dem Regler Dynamik. Die Dynamik regelt die Farben nicht ganz so stark nach wie die Sättigung. Was da jetzt genau
passiert, kann ich gar nicht sagen, beziehungsweise wo genau der Unterschied liegt. Mir gefällt es hier so ganz gut mit 40 Punkten und nehme mir jetzt den Himmel vor. Dazu verwende ich einen Verlaufsfilter von Camera Raw. Ich nehme jetzt hier mal meine vorherigen Einstellungen runter. Und setze die Belichtung einfach ein bisschen nach unten, weil ich möchte ihn ein bisschen dunkler haben, um den Himmel vom Vordergrund noch ein bisschen mehr abzutrennen. Ne? Ich setze den hier so an. So, das passt ganz gut. Die Bereiche hier sind alle schön abgedunkelt. Und jetzt gucke ich mal, ob ich den Wolken noch ein bisschen mehr Struktur verleihen kann. Dazu nehme ich den Reger Klarheit ebenfalls im Verlauf und spiele damit jetzt einfach ein bisschen rum. Nicht übertreiben. So, 25 Punkte, passt ganz gut. Der Himmel hat ein bisschen mehr Struktur, beziehungsweise die Wolken. Passt. So, jetzt möchte ich den Vordergrund noch ein bisschen klarer machen. Dazu nehme ich mir ebenfalls einen Verlaufsfilter, nehme die Belichtung aus, weil ich will ja nicht aufhellen und ziehe den von hier so bis zum Horizont. Lasse die Klarheit drinne, weil das ist nämlich genau der Regler, den ich jetzt verwende. Na, wenn ich jetzt hier, ich mache das mal auf 0. Wenn ich das jetzt anhebe, dann sieht man, ich kann das ja mal auf 60 lassen, wie sich hier die Steine, wie die sich nochmal hervorheben, beziehungsweise wie die klarer werden. Gehe ich wieder raus aus dem Menü und jetzt gucke ich mal, jetzt passt das Bild im Groben, jetzt gucke ich mal, was ich da noch so an Feinheiten machen kann. Der Bereich hier ist mir noch ein bisschen zu flau, also da würde ich schon noch ein bisschen Weiß rein haben. Nehme mir den Regler Weiß hier. Der wendet die, der hält dann die weißen Töne dann auf. Und das kann man jetzt ziemlich gut erkennen, wie hier vorne am Stein noch ein bisschen auffällt, hier ein bisschen auffällt. Ich lasse es einfach mal hier auf 35. Naja, nicht ganz. So. Ja, 33 passt. Das ist ein Feintuning. Jetzt gucke ich nochmal, wie ich den. Der Weißabgleich, der gefällt mir noch nicht ganz so gut. Ich kriege den noch ein bisschen nach. So, setze den nochmal eine Stufe runter und möchte dann einzelne Farben etwas nachsättigen. Dazu gehe ich hier in den Reiter HSL Graustufen. Hier kann man einmal die Luminanz, das heißt eigentlich die Belichtung der einzelnen Farben, nachregeln. Und hier kann man dann nochmal die Sättigung nachregeln. Ich möchte hier das Waldstück hier möchte ich noch ein bisschen sättigen. Dazu nehme ich die Gelb- und die Grüntöne. Das sind dann meistens die Töne, die für die grüne Farbe hier verantwortlich sind. Ne? Kann man relativ gut sehen. Ich setze jetzt beide auf 25. Jetzt kann man aber auch sehen, dass sich der Vordergrund hier aufgrund der Farbe mit gesättigt hat. Ne? Ist alles gar kein Problem. Ich lasse es hier so, gehe wieder in den Verlaufsfilter rein, nehme mir den Verlauf vom Vordergrund und ändere hier einfach den Weißabgleich nochmal, beziehungsweise die Farbtemperatur. Nehme das ein bisschen ins Bläuliche. So, minus. Ah, minus 6 ist okay. Kann ich so lassen, haben wir wieder gut ausgeglichen. So, mal überlegen. Ach so, wir haben ja nun die automatische Objektivkorrektur angewendet und möchte jetzt aber trotzdem einfach nochmal eine Vignettierung hinzufügen. Das mache ich unter manuelle Objektivkorrektur. Nehme mir den Reiter Objektivvignettierung. Wähle mir erstmal eine obligatorische Stärke, um den Radius zu bestimmen. Ah, ich gucke mal, wie weit mir das hier gefällt.
So. 40 kann ich so lassen. Nehme dann aber die Stärke wieder runter, weil es sind doch schon ziemlich stark. Minus 20 gefällt mir so ganz gut. Ja. Ein bisschen die Weißtöne könnte ich noch anheben. Obwohl, ne, das lassen wir mal lieber. Gefällt mir doch so eigentlich schon ganz gut. So, jetzt haben wir einzelne Farben nachgesättigt. Rauschreduzierung brauchen wir nicht, weil ich habe bei ISO 100 fotografiert. Da sollte möglichst kein Rauschen vorhanden sein. Ich gucke mal, ob ich mit den Kontrasten hier noch ein bisschen spielen kann. Ja, bisschen Kontraste kann man schon reinnehmen. Ich nehme jetzt hier einfach mal eine 10. Also da muss man aufpassen, weil hier dann die Steine schon wieder abgedunkelt werden. Ne? Wenn ich das jetzt mal hier wieder auf 0 setze, kann man relativ gut erkennen, wie die Steine so leicht dunkler werden. Ich lasse es aber so. Hier haben wir trotzdem noch genügend Struktur und öffne jetzt mein Bild zum Nachschärfen in Photoshop. Na, es dauert einen kleinen Moment. Genau, so. Was möchten Sie tun? Ich möchte das eingebettete Profil verwenden. Da haben wir den vollen Arbeitsraum vorhanden, beziehungsweise den Farbraum. Und dupliziere jetzt meine Ebene. Auf die Kopie der Ebene wende ich jetzt einen Filter an, den sogenannten Hochpassfilter, den kann man unter sonstige Filter finden. Hier kann man bestimmen, welche Konturen geschärft werden sollen. Da habe ich eigentlich immer den Wert 1,9 Pixel. Das hat sich auch bewährt, kann ich euch auch nur empfehlen. Wende den jetzt an und wähle den Ebenenstil, wo wir den Hochpassfilter angewendet haben, auf lineares Licht. So, jetzt kann man schon gut erkennen, wie das Bild schärfer geworden ist. Ich crop hier auch nochmal rein. Ist jetzt aber schon wieder fast zu scharf. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Ich nehme jetzt hier die Deckkraft einfach der Ebene ein bisschen runter, habe die meistens so um die 40%. Das passt eigentlich immer ganz gut. Sieht auch noch realistisch aus. Crop jetzt wieder raus und fertig ist mein Bild. Wir haben super nachgeschärft. Ist ein geiles Verfahren, kann ich auch nur jedem empfehlen. Es dauert auch absolut nicht lange. Und jetzt kann das Bild theoretisch abgespeichert werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es teilt, liked oder kommentiert. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis bald.